sprechen, der ist so still. Ist ja noch Ja. stiller als Baby. Ich halte mich mal ein bisschen zurück. Ach was? Markus und ich, da sorgen wir ein bisschen für die Unterhaltung. Du meinst den Wahnsinn? Das auch. Stille Wasser sind tief. Und dreckig und i. Genau. Deswegen sagt Baby ja auch nicht so viel. Das habe ich jetzt mal überhört. Ich bin der tiefe Ozean, weißt du? Scheiße, komm hin. Schön. Schön aufgepasst da hinten. Scheiße, ich komme hier. War ein Ticket zu lang gewesen. Boah! Hat er fast perfekt gemacht sogar. Ich war auch wieder aufgerissen hier. Ja, es hat wieder keiner bisschen Platzübersicht behalten. Man muss ja nicht ständig im Tor stehen, es reicht ja schon, wenn man ein bisschen weiter weg vom Ball steht und Überblick behält. Scheiße, wo der da noch dran war. Ich fahr vorbei. Der war gut. Schöner Ball eigentlich. Jetzt, weiter. Alter, dann ist er doch drin, Mann. Ich will mal kurz. Ich probiere ja die ganze Zeit die Blauen zu blocken. Dass sie die Tore machen können. Ja, das ist auch zumindest eine Möglichkeit, ja. Der geht schon oben auf die ins Eck. Ein, zwei, zwei. Also. Nee. Oder so. Mann, das gibt's doch nicht. Geht das Ding gerade nicht ins Tor. Gibt's doch nicht. Alter, diese Bälle kommen immer so beschissen nach unten. Naja. Und dann kriegt er das Ding einfach nur auf der Rübe. Das ist doch, also, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch lächerlich. Ja, das ist doch das, was ich meine die ganze Zeit. Das ist einfach nur so. Das ist Rocket League ABC. Na gut, er stand halt komplett richtig, ne? Das muss man ihm auch mal sagen. Er hat dann mal hinterher und ist dann richtig gestartet, richtig gestanden. Brauchst du den eigentlich nur reinnicken? Auf jeden Fall sind. Schön aufgepasst. Oh Mann, nein! Nein! Der war so gut gespielt. Thank you.
ich kriege den einfach nicht nach links rüber geschoben. Mann, da war noch dran der Sack. Einer jetzt! Das gibt's doch nicht. Die drücken sich damit irgendwie allem noch da rein. Mit Dusel kriegen sie es da noch hin. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, der kriegt das wieder hin, ey. Der Typ, der steht unfassbar. Jedes Mal richtig. Ihr steht euch da auf den Füßen und dann geht der durch. Ey, Baby, das war jetzt echt nicht gut. Ach, sei der Mitte? Ah, keine von der Bundes. Ah, ohne Boost kann man da nicht machen dann mehr. Das ist das Problem. Ist alles gut. Der Typ, der steht halt dreimal genau goldrichtig. Ja. Phase-Clan-Dings noch davor. Das sind immer die ganz größten Experten. Frag mich bitte nicht, was das ist. Vor allem Thomas und Baby im 2020. Hm? Als Clan-Tech einfach 2020, die beiden. Hm. Nicht, dass ich hier gleich das Spiel abstürze. Ich habe hier nämlich die komische Meldung die ganze Zeit. Im Internet her. Tabs, bist du neidig? Auf was bin ich neidisch? Ja, wir haben. Oder. 2026. Auf was soll ich neidisch sein? Auf 4 Punkte? Nein, alles. Keine Ahnung. Nein, ich bin nicht neidisch. Das war nicht abgesprochen. Wir haben es zufällig gehabt. Okay. Ich glaube, das liegt daran, weil ich hier nicht liegen. Leck mich doch. Ja. Ich kenne mich doch, den krieg ich noch, ne? Alter, das gibt's nicht. Zu warten Stunden auf den Kühlschrank. Ja, war nichts zu machen. Also, das hat man hingehört, bis er nichts rausgenommen hat. Ah, viel zu hoch. Oh. Also man muss ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt böse zu meinen, aber wir stehen uns meistens selber gegenseitig mehr im Weg, als dass die Gegner uns irgendwie... Ja! Ja klar, ach, natürlich stehen wir uns nicht im Weg. Wir sind 8 Leute auf dem Platz. Das eine Tor jetzt gerade, was eben gefallen ist, das letzte. Da habt ihr euch beide, Markus und Yvonne, glaube ich, ein bisschen auf den Füßen gestanden und dann ist das Ding ist ja durch gewesen. Nee, Thomas und ich waren das. Oder so, ja, ist ja kein Tor, was passiert ja. Weil wir alle im Tor waren, da hat mich Thomas auch ein bisschen weggedrückt. Hätte ich ihn noch gefühlt. Aber kann man nichts gegen machen, wenn man sich jetzt. Nee, ach, ist ja, wie gesagt, auch null Vorwurf jetzt und von mir auf jeden Fall nicht. Ja. Das passiert ja, du hast auch nicht diesen großen Sichtfeld, ne? Das passiert halt auch.
Ich meine, wenn ich mich aufrege, rieche ich mich nur mal kurz an meiner Weise auf. Dann reicht das auch. Ist auch gut so. Nur eben dazu. Ja. Dann rege ich mich aber auch über mich auf, was bei mir ja auch momentan absolut nicht klappt. Sehr schön, komm. Ich hau dir mal ein bisschen nach vorne, aber. Ja. Der war gut. Der war gut gespielt. Ich bringe ihn nochmal in die Ecke, vielleicht springt er ein bisschen. Ja, Richtung Tor zumindest. Nein, ich mach ihn selber! Dann mach ich falsch. Sorry. Das war zu einfach locker. Ja, aber du musst nicht jeden Ball machen, Kev. Hab ich auch nicht vorgehabt. Also ich hätte ihn gerade reinmachen können. Ja, dann sprich mit mir. Ich sehe ja dann nicht mehr nichts. Wenn du mit mir sprichst, dann also bleib weg. Ich hab schon mal gesagt, wir müssen ein bisschen mehr Ballübersicht behalten und nicht einfach nur auf den Ball zuspringen. Das ist das Problem. Zum Kotzen ist das. Das ist jedes Mal die gleiche Situation, jedes Mal die gleiche Mist. Also fang gerade bald die Kinder aber eh schon ins Tor. Mann, Kev, hör doch mal bitte auf. Richtig, weggegangen. Ja, ich wollte abwehren und du schubst mich von hinten an. Du musst nicht immer jedes Mal zum Ball. Du kannst auch mal andere machen lassen. Ich hatte den Ball danach, aber. Ich bleib jetzt hinten die ganze Zeit. Komm, ab nach vorne mit euch, wenn es besser geht. Nur noch falsch nach vorne.
nervt, nur auf die Fresse zu kriegen.